Vielleicht wird es Zeit, umzusteigen. Denn was könnte besser zu einem Bus- und Bahntramper passen als ein Rucksackboot? Mir ist zu Ohren gekommen, Autofahren soll wohl einem das Freiheitsgefühl geben. Im Autoland Deutschland habe ich mich gegen das Auto entschieden. Einfach, weil ich es kann. Mein Packraft Adventure beginnt genau jetzt. Ich habe mich als Kanupaddler nun ein Jahr intensiv mit dem Thema Packraft beschäftigt. Und jetzt zum Deutschland-Ticket habe ich mich für das Packraft Itivit 500 entschieden. Ob die Entscheidung die richtige gewesen ist, klären wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Und ich befinde mich in Overath. Rechts neben mir ist die Agger. Auf der Agger möchte ich heute paddeln. Und zwar mit meinem neuen Packraft, was ich mir gekauft habe. Und zwar das Packraft von Declacon, das Itivit Packraft 500. Und ja, es ist auf jeden Fall schon mal im Transport absolut super. Ich habe hier einfach meinen Wanderrucksack, ich habe dort meine Paddel drinne, dort habe ich meinen Trockenanzug drinne, natürlich auch das Packraft. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Wanderung. Oh Mann, ey, hier bleibe ich jetzt im Matsch stecken. Verdammt. Und diejenigen, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen ja, dass ich auch gerne wandern gehe oder auch sehr viel Fahrrad fahre. Und das ist natürlich mit so einem Packraft, wie ich auch merke, echt so eine Sache, die man miteinander kombinieren kann. Also ich könnte auch das sogenannte Bike Rafting betreiben mit diesem Boot. Und ich könnte auch wandern und paddeln kombinieren. Da eröffnen sich natürlich in der Theorie sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich jetzt flussaufwärts wandern und dabei den Fluss beobachten, spotten, schauen, wie ist der so, sind da Hindernisse im Fluss und ja, dann weiter oben einsetzen. Also sehr viele Möglichkeiten, die sich hier so eröffnen. Der Pegel der Agger ist heute bei 92. Beim letzten Mal, wo ich auf der Agger war, letztes Jahr mit dem Sea-Rev, mit meinem Sea-Rev, hatte der Pegel 72. Unter 70 darf man auf der Agger bei Overath nicht mehr paddeln. Und letztes Jahr war ich mit meinem Sea-Rev sehr nah an der Grenze. Ja, ich würde auch 72 oder 80 unter 80 nicht empfehlen, weil da setzt man hier auf diesem sehr kleinen Mittelgebirgsfluss schon oft auf. Jetzt bin ich gespannt bei diesem Pegel, wie es ist, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, ich werde auch hier einbooten. Weiter oben ist zwar noch eine Einstiegsstelle, aber ist doch hier gut. Auch die Agger ist ein sehr klarer Fluss. Die Agger, die mündet bei Siegburg in die Sieg. Auf der Sieg waren wir ja beim letzten Mal paddeln, im letzten Video. Und ja, jetzt heute mal auf der Agger mit dem Packraft. Okay Leute, genug gesabbelt. Ich baue jetzt mal das Packraft auf. Hier habe ich an den Seiten die zwei Paddelblätter. Das ist ein sehr kurzes, vierteiliges Paddel. Hier ist mein Trockenanzug. Kommen wir hier zu dem Mittelstück vom Paddel. Zwei Stück. So, hier ist das Packraft. Ja, zum Wanderrucksack. Das ist jetzt kein ultra leicht Wanderrucksack. Das hier ist ein, ich sag mal, komfortabler Rucksack. Hier trägt man im Prinzip etwas mehr Gewicht mit. Der wiegt schon über 3 Kilo, aber dafür trägt man auch sein Komfort mit. Hier, wie man sieht, alles sehr gut gepolstert. Kommen wir jetzt auch schon mal direkt zum Packraft. Wie man sieht, 3,8 Kilogramm. So, hier der Sitz. Hier Schenkelgurt hat das auch. Hier der Schlauch, um gleich das Boot aufzupumpen. Sehr kompakt, wie man sieht. Den Reißverschluss, da tue ich jetzt all das rein. Schau mal ins Boot. Was ich nicht für unterwegs brauche.
Jetzt habe ich da meine Hose, meine Schuhe reingemacht und davor habe ich schon mal die Schuhe sauber gemacht, damit ich das Boot nicht von innen schmutzig mache und dass auch meine Hose nicht schmutzig wird. Jetzt meine Schwimmweste als Unterlage für den Pump- und Packsack, damit hier auch kein Loch reinkommt. Eine ziemlich geniale Idee. So, jetzt kommen wir zum letzten Luftstoß. Deshalb auch hier die Schwimmweste auf dem Boden. Jetzt versuche ich nochmal mein Gewicht ein bisschen drauf zu drücken, um da auch ein bisschen mehr Druck reinzukriegen. Allerdings kommt man dann auch schnell an seine Grenzen. Wie man sieht, es reicht aus. Mit einer kleinen Handpumpe könnte man da noch ein bisschen mehr reinkriegen. Mit dem Pumpsack jetzt nicht, aber hier, das ist schon okay so. Hier schön nach hinten. Jetzt beim Aufpumpen sollte das da drinnen fest sein. Ah, so geht's. Ja, wow. Anderthalb Luftstöße. Ich pumpe den mal voll auf. Im Boot kann ich auch noch was ablassen. Ja, sitzt gut drinnen. So, Klappe zu, Affe tot. Also, orange zu orange und hier schwarz zu schwarz. Jacke, hier könnte noch mehr rein, aber ich habe ja die Hälfte schon im Boot. Habe ich jetzt hier komprimiert in diesen Lufttransportverdeck und Komprimiersack schließen. Und dann hält das hier bombenfest. Zack. Also da bewegt sich jetzt schon nichts. Und dann hat man hier noch eine weitere Möglichkeit, um die Tasche zu platzieren. Zum Beispiel kann man hier, zieht man das auch hier durch, dann zieht man das hier wieder oben rein. Und damit ist sie sehr, sehr gesichert. Und damit habe ich das Boot, das Packraft jetzt aufgebaut, das Paddel zusammengesteckt und jetzt geht's auf die Agger. Ich freue mich schon und ich bin riesig gespannt. Ich bin das Boot ja schon mal gepaddelt zusammen mit dem Stefan auf der oberen Sieg und da hat es mir schon gefallen. Allerdings auf bewegtem Wasser, auf ruhigem Wasser oder bei ruhigen Passagen wünsche ich mir schon eine Finne, die ich aber in Zukunft auch an meinem Packraft montieren werde. Der Name Agger ist keltischen Ursprungs aus der vorgermanischen Zeit und bedeutet fließendes Wasser. Der Wortstamm ist der gleiche wie beispielsweise im Lateinischen aqua. Schön, oder? Vom Wasser aus ist das echt immer eine super Sache hier. Das Bergische Land eignet sich auch hervorragend zum Wandern, was auch viele in der Region Köln, Leverkusen und Düsseldorf nutzen. Der Weg, der ist schon ganz schön zugematscht. Und vor 3-4 Tagen war der auch noch unter Wasser. Da konnte man den Wanderweg paddeln. War schon eine ganz ordentliche Strömung hier. Also Seilfähre geht noch, aber mehr nicht. Die Agger ist ein 69 Kilometer langer nordöstlicher und rechter Nebenfluss der Sieg,
im südlichen Nordrhein-Westfalen. Sie fließt im Märkischen Kreis, Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis. An der Agger versuchen auch zahlreiche Angler, ihr Glück zu finden. Ob sie dabei erfolgreich sind, weiß ich nicht. Denn um ein entspanntes Gespräch zu führen, fließt die Agger bei einem Pegel von 92 cm zu schnell. Oh, noch ein Angler. Einfach herrlich, heute mal ganz spontan mit dem Packraft hier auf die Agger gefahren, was auch super funktioniert. Ich habe das Packraft schon alles in einem Rucksack im Vortag reingetan, um das mal so ein bisschen auszuprobieren. Und heute einfach mal spontan losgejumpt. Ja. Aber auf ruhigen Gewässer ist das schon sehr drehfreudig. Also da werde ich mir auf jeden Fall noch eine Finne dran montieren. Ja, da war ein Stein, den habe ich gut, Gott sei Dank, noch gut gesehen. Ja, bis jetzt eine super Tour, schön abwechslungsreich, mal sehr ruhig, mal ein bisschen ruhig. Ja, mittlerweile bringt mich dieses bisschen hier auch nicht mehr aus der Fassung. Ich glaube, nächstes Jahr im Winter mache ich mal richtig Wildwasser. Ja, wie war das mit dem Karma? Vielleicht sollte ich einfach mal die Klappe halten. Aber schaut einfach selbst. Aber die Stützen hier haben mich jetzt vor dem Kentern bewahrt. Da hatte ich schon kurz das Gefühl, dass ich kenter und dann nochmal schnell umgerissen und das Kentern hiermit verhindert. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe noch Gepäck im Boot. Und wenn ich mich kannte, wie eben, dann fällt das natürlich auch zur Seite. Und in dem Moment hat es mich echt gerissen. Ich stand kurz vor einer Kenterung, aber hier mit diesem Hüftgurt hatte ich das nochmal im letzten Moment verhindert. Aber ist auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Ist ja klar, das Gepäck deutet im letzten Moment, wenn man nicht mehr mitrechnet, ein bisschen zur Seite. Nach einem kleinen Schreckmoment
und eine Erfahrung mehr, die ich mit dem Packraft gesammelt habe, kam der ruhige Aggerabschnitt genau zum richtigen Zeitpunkt. See where she's going, but I hope it's me. Life ain't what it seems. There's still a part of me that's trying. Come lay on my chest. You can find a little rest from hiding. Also bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden, vor allem der Aufbau, der Transport, das leichte Boot, was man super transportieren kann, das gibt für mich schon mal sehr, sehr dicke Pluspunkte. Dann das Verhalten auf dem Wasser, ja klar, bei ruhigen Wasserpassagen ist das Boot sehr drehfreudig. Bei etwas spritzigen Gewässern ist das Boot, das Packraft, sagen wir mal, ja, ein Spaßboot, macht richtig Bock damit dann zu paddeln. Man ist sehr agil, was man auch dann nutzen kann und ja, dementsprechend. Jetzt mache ich eine kleine Pause, trinke ein bisschen was und dann geht's weiter auf der Agger. Obwohl ich jetzt eigentlich auch spontan sein könnte und einfach wandern gehen könnte. Wäre auch eine Möglichkeit, aber noch habe ich Lust zum Paddeln natürlich. Sehr, sehr schöne Gegend. Das Bergische Land. Nicht von schlechten Eltern. Links ist es sehr flach, sehe ich. Ja. Der folgende Aggerabschnitt ist mir noch unbekannt und somit von mir noch nicht erkundet worden. Ich kann schon mal so viel verraten, dass es für mich immer wieder was Besonderes ist, Ortschaften und neue Flussabschnitte zu erforschen. Das ist mir auf den folgenden Flusskilometern wieder klar geworden. Hier bin ich mal ausgebootet mit dem Sea Wave und dort hinten zur Bushaltestelle gelaufen.
mit dem Eckler Beach Rolli damals noch. Und hinten, da kommt gleich eine Brücke. Dort wollte ich mit dem Eckler Beach Rolli über die Brücke ins Dorf. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar ist diese Brücke nämlich damals marode gewesen. Das heißt, total abgesperrt, man konnte gar nicht darüber. Und dementsprechend musste ich dort über die Berge, das war der einzigste Weg. Ja, mit dem Eckler Beach Rolli das ganze Gepäck rüberschleppen. Aber da waren echt super Single Trails. Und dort habe ich mir damals auf dem Eckler Beach Rolli die Reifen platt gemacht. Das kam dann auch noch dazu. Und seit den an habe ich an meinem Eckler Beach Rolli pannensichere Reifen. So, das war jetzt mal eine kleine Story. Die ich so noch gar nicht erzählt habe, denn ich mache die Kamera meistens immer aus, wenn ich eingepackt habe. Ja, jetzt mit so einem Packraft hätte man natürlich den Vorteil, kann man da easy hochlaufen. Und da ist jetzt die Brücke, die ich eben gemeint habe. Wie ich sehe, laufen jetzt da aber Spaziergänger entlang. Also scheint so, dass nach einem Jahr die Brücke wieder intakt ist. Ja. Und ich musste da den Berg hoch mit dem großen Gomotec C-Rev. Und hier wird's flach, verdammt. Und mit dem Eckler Beach Rolli. Ah, herrlich das Tal hier, oder? Da habe ich schon ein bisschen was verpasst hier. Wow, geile Stelle. Hat was Wildes. Wird das noch mal richtig flach hier. Und dort habe ich so einen riesen Bogen gemacht und dann hier die Brücke genommen. Tja, so war das. Da queren wir die Autobahn und dahinter kann ich aufgewühltes Wasser erkennen. Ich bin mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Und hier mündet die Sülz in die Agger. Hier kann man es sehen. Auf der rechten Aggerseite befindet sich nun das Naturschutzgebiet Wannerheide und mittendrin der Konrad-Adenauer Flughafen. Ein Naturschutz der ganz besonderen Art. Dort bekommt man als Mountainbiker oder als Wanderer Schilder vor die Nase gestellt, wo drauf steht: Achtung, Durchfahrt verboten. Ruhezone.
Und beim Lesen dieser Schilder kann man ganz besonders laute Geräusche wahrnehmen. Und damit herzlich willkommen in Deutschland. Boah, von DI. Das war heftig. An der GoPro nicht so heftig wie jetzt hier. Ja, und hinter mir liegt der Flughafen Köln-Bonn mit der riesigen Start- und Landebahn für die ganz großen Flugzeuge. Und ja, der Flughafen ist mitten in einem Naturschutzgebiet in der sogenannten Wanner Heide. Das bedeutet gleich an der Sieg. Hier jetzt ist es noch sehr ruhig. Es sei denn, es kommt ein Flugzeug. Dann nicht mehr. Interessanter Abschnitt. Da sehe ich jede Menge Geäst im Wasser rumhängen. Also entscheide ich mich für die rechte Seite. Die sieht aber allerdings sehr flach aus. Ja, jetzt werde ich genau da in diese ganzen Baumleichen reindrücken. Und da ist auch noch eine. Ja, hier werde ich aufsetzen. Fuck. Noch nicht, noch nicht. Ah, es wird vielleicht... Ich komme durch. Ah, gut. Eieiei. Was wartet da auf mich? Ich nehme mal die Dinger hier ab. Könnte sein, dass ich jetzt schnell raus muss. Kann ich drin bleiben oder muss ich hier raus? Ah, der Sitz hat sich ein bisschen verschoben, jetzt beim Aussteigen, aber nur, ansonsten hat er gehalten. Uiuiui, da kommt schon wieder ein Flieger hier. Guckt euch das mal an. Auch wieder von DHL. Die Start- und Landebahn wurde damals trotz Naturschutz verlängert, damit der Flughafen konkurrenzfähig bleibt. Bestimmt nicht zum Wohle der Tiere und dem Naturschutz. Ja, so ist das hier. Und hier muss ich jetzt ein bisschen treideln lassen. Sehr eng. Quatsch, sehr flach. Obwohl, hätte ich auch da. Aber da ist mir zu viel Zeugs im Wasser. Da ist mir zu viel Zeugs im Wasser, deshalb... trage ich das Boot ein bisschen. Da hinten sieht es besser aus. Ist teilweise sehr flach. Ansonsten sind einige Hindernisse drin. Ja, und es ist sehr kurvenreich. Also kann man jetzt nicht wirklich einsehen, wie da hinten was weitergeht. Ja, ich werde jetzt wieder einbooten. Oder wirklich einsehen kann ich es jetzt hier nicht. Ich werde hier wieder rein und dann in die Strömung. Diesen Ast da werden wir umfahren und dann mal schauen, was mich erwartet. Weil da ist es definitiv zu flach. Dort dürfte ich durchkommen, aber ich muss mich halt beeilen gegen die Strömung. Okay, dann geben wir mal Gas hier. Ja, hat funktioniert. Jetzt mal schauen, was da hinten auf mich wartet. Oh ja. Wuhu. Okay, okay. War eine gute Entscheidung. Geil. Schaut euch mal hier das Kehrwasser an. Wie sich das hier eingräbt. Geil.
Und es kommt sogar die Sonne raus. Jetzt kurz vor Ende. So, und jetzt versuche ich hier irgendwo rauszukommen. Ich schaue mich noch um und überlege mir, auf welche Aggerseite am besten. Dort hinten kommt ein Wehr. Ja, und hier fährt der Zug, der mich wieder nach Hause bringt. Ich vermute mal, dort ist besser, ne? Dort sehe ich den gestreckten Radweg. Perfekt. Und oben die Gleisen. Ein Packraft ist eine super Sache. In Verbindung mit dem D-Ticket macht es für mich auch Sinn, das Packraft immer startklar zu haben. Besonders wenn die Züge überfüllt sind. In der Ferienzeit oder am Wochenende. Mal gucken. Wie sagt der Rheinländer, ist kütt, wie es kütt. So Leute, alles wieder eingepackt und ich lasse jetzt die Agger hinter mir und mache mich jetzt auf den Weg nach Troisdorf Zentrum in 2,4 Kilometer. Also noch ein kleiner Spaziergang. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sag, seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, wo ist Sven? Ciao, ciao! I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain's gone away. The air is much cleaner after it rains.